Nein, ich bin nicht im OP. Ich bin bei der Camito del Rey. Jetzt beginnt die Führung. Ja, schön hier. Schauen wir mal. Thank you.
das jetzt erstmal ein Bierchen, ne? So. Zack. Lecker, lecker, lecker. Ja, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Tolle Bilder, oder was meint ihr? War eine super Woche für mich, also wirklich, wirklich klasse. Das Highlight war sicherlich der Caminito de Rey, aber auch Ronda war einfach irre.
Wenn ihr hier in der Ecke seid, müsst ihr beides unbedingt, unbedingt tun. Diese Schluchtenwanderung habe ich gebucht über Get Your Guide, hat gekostet 39 Euro, also inklusive Guide. Wir waren zu dritt. Auf dem Freistehplatz habe ich noch den Ralf kennengelernt. Der ist auch alleine unterwegs, lebt auch in seinem Wohnmobil. Der hat so einen Concorde, so einen 9-Meter-Teil. Ihr wisst schon, ne? Wenn er davor steht, geht die Sonne unter. Aber wir haben da zwei Abende sehr schön verbracht. Nachts wird es hier doch noch ein bisschen kalt und das ist natürlich schon schön, wenn einer so ein großes Wohnmobil hat. War ein sehr, sehr netter Kontakt. Wir haben dann diese Schluchtenwanderung gemacht. Wie gesagt, unbedingt zu empfehlen. An dem Tag war es sehr, sehr windig, also auf der Brücke da oben, also hat es einen weggeblasen. Und jedes Foto, was man gemacht hat, hat man so das Handy festgehalten, ne, weil man immer Angst hat, das fällt irgendwie mal da runter. Und das ist ja, weiß ich nicht, gefühlt einen Kilometer tief. Also das wäre dann sozusagen in die ewigen Jagdgründe gegangen. Der Platz, wo wir da gestanden haben, war super. Also ich war da, ich glaube, 4 Tage oder so. Das hat mir sehr gut gefallen. Relativ einsam, kaum ein Wohnmobil. Also schöner geht's eigentlich nicht. Ja, und Ronda hat mich auch geflasht. Also ich dachte immer, die Stadt besteht aus dieser Brücke. Und das war so im Wesentlichen, aber das ist gar nicht so. Also sehr, sehr schöne Lokale. Ich habe mich ja hier in Ronda auch mit Sibylle und Michael getroffen. Übrigens kein Ehepaar, bestehen sie drauf. Ist so wilde Ehe, ne? Also seit 30 Jahren. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. wahrscheinlich rauchen die auch Hasch. Aber das ist ja jetzt auch schon wieder legal. Also ich sage ja, die Politik verdirbt uns jede Freude. Nee, das mit dem Hasch ist natürlich Spaß. Also bitte nicht falsch verstehen. Ja, habe mich mit denen hier getroffen, haben wir gemeinsam hier so ein bisschen die Stadt erkundet. War super schön mit euch beiden. Herzlichen Dank für eure nette Begleitung und wie immer sehr, sehr lustige Abende. Und was ich halt sagen möchte, ist halt, ihr müsst euch diese Stadt hier anschauen. Das ist wirklich, wirklich klasse. Tolles Flair, wie gesagt, tolle Lokale, schöne kleine Shops, also alles wird das Herz begehrt. Hier kann man sehr gut auch mal mit dem Ehepartner romantisch essen gehen. Also nicht nur immer auf dem Stellplatz oder Campingplatz verweilen. Ich habe hier auf dem Stellplatz in Ronda gestanden. Der war ganz okay, Bericht folgt. Und stehe jetzt auf dem Campingplatz in Ronda. Also das ist ein Campingplatz, der auch einen Stellplatz hat. Ich stehe aber im Campingbereich. Super schön. Wir hatten gestern schlechtes Wetter. Naja gut, dann bleibe ich jetzt hier mal 2, 3, 4 Tage stehen. Kann mal meine ganzen Filmschnitte nachholen. Also da habe ich noch eine Menge um die Ohren. Ich glaube, ich habe noch 10 oder 12 Filme zu schneiden. Ich bin halt nicht zum Urlaub hier, ne? Wie immer viele meinen. Nee, natürlich schon will ich hier zum Urlaub oder zum Entspannen oder zum Leben halt einfach. Aber so ein bisschen Videos mache ich natürlich auch gerne. Ja, dann kommen wir halt zur Verlosung. Also, in diesem Film verlose ich ja diese I Love España Tasse mit der Aufschrift Malaga drauf. Super schönes Tässchen. Könnte ich mir vorstellen, dass dem einen oder anderen das ganz gut gefällt. Im nächsten Video verlose ich diesen Flaschenverschluss. Ne? Also ist hier so ein Korkverschluss, der passt auf die Weinflaschen, vielleicht auch eine Whiskyflasche, keine Ahnung. Und ich fand den super schön. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Da ist der Toro drauf, der Stier und die Aufschrift Ronda. Ja, wie könnt ihr an der Verlosung teilnehmen? Ganz einfach, Kommentar unten reinschreiben und dann lose ich den aus. Also jeder, der einen Kommentar schreibt, nimmt automatisch an der Verlosung teil. So, dann gucken wir mal. Der Volker. And the winner ist der Volker. Volker, dich werde ich halt
Ach genau, der folgt mir, der liebe Volker Volk folgt mir jetzt schon seit neuestem und schreibt immer sehr nette Kommentare. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist echt lieb. Und da freue ich mich, dass du diese Tasse gewonnen hast. Versenden tue ich die, wenn ich wieder in Deutschland bin. Also dauert halt noch zwei Monate, ungefähr. Ich denke mal so Ende April wird die Tasse dann bei dir ankommen, wie auch alle anderen Gewinne. Hier von Spanien aus zu verschicken, finde ich ein bisschen, ja, ist ein bisschen aufwendig und auch so ein bisschen frickelig. Keine Ahnung, ob die Sachen gut ankommen. Ja, ich hoffe, der Film hat euch ein bisschen gefallen. Hab euch ein bisschen Geschmack gemacht, ne, auf dieses Spanien. Gefühlt sind ja irgendwie alle hier im Moment. Ich fahre ja von hier aus weiter Richtung Tarifa, also diese Richtung. Und davon werde ich natürlich auch berichten. Jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren. Ich sag euch, wer sagt, Alter, alt werden ist toll. könnt ihr euch denken, was ich davon halte. Also ich wäre gerne noch mal 18. Also natürlich mit dem Wissen von heute. Ne? Also manchen Fehler würde ich nicht machen, aber vieles würde ich auch genauso wieder machen. Ja, in dem Sinne, genießt das Leben und ja, wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und hab euch alle lieb. Bis dann. Tschüss.